Hallo zusammen, wir sind fünf Studierende aus dem Masterstudiengang Smart Factory Industrie 4.0 und verfolgen bei unserer Projektarbeit das Ziel, eine smarte Maskenerkennung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Viel Spaß beim Anschauen vom Video. Für die Umsetzung arbeiten wir mit einem Raspberry Pi 3. Dieser soll so konfiguriert und programmiert werden, dass er mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bewerten kann, ob eine Person eine Maske trägt oder nicht. Damit diese Einteilung in Person trägt Maske, ja, nein funktioniert, haben wir weit über 10.000 Trainings- und Testdatensätze, also Bilder von Personen mit und ohne Maske, auf den Raspberry Pi hochgeladen. Außerdem haben wir dann in einem Python-Skript die künstliche Intelligenz mit diesen Datensätzen trainiert. Die Kamera, die Bilder in der Praxis erfasst, muss mit dem Pi verbunden werden, damit die Bilder überhaupt ausgewertet werden können. Außerdem wird ein Display für die Kommunikation, ein Infrarotsensor zum Fiebermessen und ein Servomotor angeschlossen. Letzterer, also der Motor, soll angesteuert werden, wenn die Prüfungen erfolgreich waren, also im Sinne von einer Tür, die sich dann öffnet, wenn eine Maske getragen wird. Hier sieht man, dass jetzt alle Komponenten mit dem Pi verbunden sind. Jetzt wollen wir euch zeigen, wie die smarte Maskenerkennung Schritt für Schritt abläuft. Dabei wird auf der linken Seite das Bild der Kamera gezeigt und auf der rechten Seite der Display, der als Kommunikationsschnittstelle dient. Zunächst wird keine Person erkannt. Deswegen wird auf dem Display Nobody Detected ausgegeben. So lange, bis eine Person ohne Maske in das Bild kommt. Dann ändert sich der Text in Please put on your mask. Wenn die Person eine Maske trägt oder nach der Aufforderung aufgesetzt hat, wurde die erste Prüfung bestanden und es soll die Temperatur gemessen werden. Genau das macht unsere Versuchsperson jetzt an einem Infrarotsensor. Die Temperatur beträgt 36 Grad und es wird weiterhin eine Maske getragen. Deswegen darf die Person jetzt eintreten. Die erfolgreiche zweite Prüfung kann man ebenfalls an dem Servomotor sehen, der sich auf dem rechten Bild bewegt und symbolisieren soll, dass die Tür sich öffnet. Die smarte Maskenerkennung funktioniert für eine Person wie gerade. Da müssen aber natürlich auch beide Personen die Maske tragen. Aber nur so können auch zwei Personen gleichzeitig einen Raum betreten. In dem Beispiel jetzt trägt die zweite Person zunächst keine Maske und wird deswegen aufgefordert, eine Maske anzuziehen. Erst wenn beide Personen eine Maske tragen, kommen sie zum nächsten Schritt, nämlich dass die Temperatur gemessen werden soll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!